Hallöchen, ihr zuckersüßen Dinos und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ich bin Zari und wir spielen heute wieder das Indie-Roulette, bei dem wir wunderschöne kleine Demos uns angucken und schauen, ob die in Zukunft auf unserer Wunschliste landen oder nicht. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Ich werde ihn auf jeden Fall haben. Erstmal Hallöchen, Junui und Hallöchen an die fleißigen Lurkers und Lurkerinos da draußen. Ich weiß, Freitag früh um 10 ist nicht unbedingt die beste Zeit, aber es ist die Zeit, die wir jetzt haben und die werden wir jetzt vernünftig nutzen. Also unser Indie-Roulette hat inzwischen schon richtig schön lange Tradition. Es soll auch demnächst wieder ein Steam Next Fest geben. Das Steam Next Fest ist eine Art Demo-Fest, bei der Creator ihre Spiele, die irgendwann demnächst rauskommen, schon mal präsentieren dürfen, indem sie halt eine Demo auf Steam veröffentlichen und Steam rührt dann auch ordentlich die Werbetrommel und sagt dann im Prinzip so schönen Krams wie: Hey, guck mal, das hier sind die 100 geilsten Demos, die wir im Moment als Einreichungen im Steam Next Fest haben. Ich werde versuchen, mich da unfassbar viel mit zu beschäftigen, aber wenn ich es richtig gesehen habe, fällt das nächste Steam Next Fest genau in die Zeit, in der WoW SOD Phase 2 beginnt. Das ist blöd, weil da werde ich anständig reinsuchten und hauptsächlich WoW spielen. Das ist ein bisschen belastend. Das heißt, wir müssen gucken, was für geile Demos es noch gibt, wenn ich mit der WoW-Sucht fertig bin. Sieht heute richtig gut aus, da schwöre ich auf Ehrenhardcore! Ha! Ich habe gestern gesagt, wenn ihr es morgen sagt, werde ich es nicht mehr wissen, aber ich weiß es noch. Es ist schrecklich, nicht wahr? Ehrenhardcore. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie hieß nochmal das Jugendwort des Jahres 2025, das du prediktet hast, ich hätte ewig überlegen müssen, aber wenn ich es lese, habe ich den Kontext sofort wieder da. Hallo Nebu, ein wunderschön. Da werde ich auch wieder reinsuchen. Jawohl! Nebu auch wieder mit am Start. Ich freue mich drauf. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute werden wieder zurückkehren. Deswegen weiß ich gar nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, großartig zu purchen vor dem Start von Phase 2. Oder ob es sinnvoller ist, erst zu gucken, wer zu Phase 2 wieder zurückkehrt. Und dann quasi so am ersten Tag zu purchen. Darüber machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist. Das hat noch Zeit bis nächste Woche Donnerstag. Vielleicht werde ich das auch vorher noch mit den anderen abquatschen. Wir werden sehen. So, mich stört übrigens immer noch, dass ein ganz klein bisschen die Haare hinten durch meinen Hoodie durchglitschen. Seht ihr das? Ja. Das stört mich immer noch ein bisschen. Ich musste irgendwas tun. Aber dankeschön, Zaki. Dankeschön. Hallöchen, Gnobi. Ein wunderschön auch dir. Heute Abend werden wir... Oh. Es ist so schwierig, Leute. Ich mache im Moment ein bisschen zu viel Content für die Zeit, die ich habe. Also, ich werde das Indie-Roulette auf jeden Preis durchziehen. Indie-Roulette gehört zu meinen absoluten Marktzeichen. Das wird nicht einfach ausgesetzt. Das machen wir nicht. Ich will aber auch Gnomi weiterzeichnen. Ich will aber auch Enshrouded nochmal reinschauen, denn ich war nicht als Einzige fleißig und unser Dörfchen ist noch weiter gewachsen und schön gemacht worden. Aber vielleicht schaue ich dann nächste Woche nochmal rein. Wir machen das, ich überlege mir was. Vielleicht schaue ich da einfach am Samstag nochmal rein. Oder wir machen am Samstag nochmal cool. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Ich will im Moment gerade viel zu viel. Ich bräuchte im Moment einfach so einen 24/7-Tag, an dem ich einfach online sein könnte. Haare abschneiden, dann hast du das Problem nicht. Ich kann auch einfach Dinner machen. Ich kann die Haare auch einfach hochbinden, dann klippen sie auch nicht mehr durch. Guck. Cool, wa? Man merkt auch, dass die Mütze hier ein bisschen höher gelegen ist, als wenn ich die Haare offen mache. Da ist die Mütze ein bisschen niedriger angesetzt. Deshalb gibt es kein Wochenende mehr für Zari. Samstag und Sonntag kommen jetzt zu den normalen Streamtagen mit dazu. Ja, das wird jetzt ein bisschen mehr werden. Also ich werde mir auch immer wieder ein Wochenende frei nehmen. Keine Sorge, ich werde mich nicht komplett übernehmen und werde sagen, ab sofort 7 Tage die Woche Streams. Im Moment gerade ja.
Aber das wird nicht jede Woche so laufen. Aber ich wurde am Sonntag schon wieder eingeladen, zum Glück, von Sharky nochmal in Amongi mitzumachen. Und dieses Mal bin ich auch wirklich ein bisschen klüger und versuche ein bisschen mehr die Mörder rauszufinden. Wirklich. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen ans Spiel gewöhnt. Ich versuche jetzt nicht mehr permanent Baha zu beschuldigen. Wir kriegen das hin. Ich freue mich drauf. Und am Samstag ist quasi so im Moment noch mein freier Tag. Aber Fee möchte da unbedingt streamen. Also mache ich entweder weiter mir einen faulen Lens. Oder ich sage, naja, also mit Fee streamen könnte ich eigentlich auch streamen. Ich weiß es noch nicht. Moins Nani, ein wunderschön, wunderschön. Ich durfte gestern schon reinlinsen. Nani, es sieht absolut fantastisch aus. Du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Es sieht fantastisch aus. Liebe es sehr. Ich werde heute Nachmittag Fee dabei helfen, neue Klamotten anzuziehen. Ich habe extra schon vorher gefragt, weil wir hätten es ja auch so machen können, dass ich das quasi so fertig mache, dass Fee nach Hause kommt und direkt streamen kann, weil Model schon fertig. Aber sie hat sich dafür entschieden, dass sie einmal sehen möchte, wie das gemacht wird, sodass sie wenigstens ein bisschen Ahnung hat, was mit ihrem YouTube-Avatar eigentlich passiert. Moini Flamehand, ein wunderschön, wunderschön dir. So, meine Hübschen. Also, wir wollen heute ins Indie-Roulette starten. Ihr hört schon, ich nehme mir im Moment ein bisschen viel vor, was ich gleichzeitig machen will. Deswegen bin ich im Moment immer mal wieder ein bisschen unsicher, was, wann, wo, wie ich streamen möchte. Weil ich halt auch nicht so ein Typ Mensch bin, der so 2 Stunden ein Spiel spielt und dann was anderes macht. Also, ihr habt es gestern gesehen, wie wenig weit ich in 3 Stunden Kunst gekommen bin. Wenn ich jetzt sage, okay, ich kann ja heute Abend nochmal 3 Stunden einloggen und dann machen wir 2 Stunden Kunst und 1 Stunde Enshrouded, dann kriege ich ja gar nichts zusammen. Bis 1 Stunde Enshrouded, dann bin ich ja gerade mal eingeloggt und habe Hallo gesagt. Peace, Zahi darf Fee anziehen. Tja, Saki, tja. Ein seltenes Privileg. Ich habe ja auch alles gescreenshottet, damit es einfacher für sie ist. Ja, das hast du sehr super gemacht. Fee hat das noch nie gemacht, deswegen möchte sie sich gerne von mir zeigen lassen, wie das geht. Und ich finde es gut, dass sie da auch mit Interesse rangeht und nicht einfach nur sagt, mach du mal fertig, sondern auch sagt, ich möchte wissen, wie das geht. So, aber meine Hübsis, darum geht es heute gar nicht. Heute geht es um Spiele-Demos. Und damit wollen wir heute anfangen. Ich habe für euch mal wieder vorbereitet, ich habe es immer noch nicht auf dem Stream Deck, Leute, es ist ein bisschen peinlich. Ich habe für euch mal wieder vorbereitet das Indie-Roulette. Hier noch mit dem alten Fee-Model, das muss ich mal austauschen. Warte mal, kriege ich das spontan hin? Ich weiß nicht, ob ich die als festen Teil des Hintergrunds integriert hatte oder ob das ein Bild ist. Das müsste ich mal kurz herausfinden. Das sind die 3 Knubbis. Das hier ist Fee. Das kann ich doch jetzt einfach ändern. Und zwar habe ich den da? Jawohl, guck mal. Der neue Fee-Screenshot. Ihr habt den vielleicht schon gesehen, das ist im Moment Fees Profilbild und es ist außerdem die Vorlage für unser Fee-Emote, was wir im Moment neu dabei haben. Genau das nämlich. Und das werden wir jetzt nochmal neu aufnehmen müssen mit dem neuen Kostüm natürlich. Aber das machen wir später. Erst zuallererst darf Fee es sehen, dann dürft ihr es sehen und dann darf ich Screenshots damit machen. So. Okay, Leute, wir drehen heute das Indie-Roulette, lassen uns damit eine Demo zuweisen und werden diese dann spielen, werden gucken, ob die geil ist oder nicht oder ob die geil werden kann oder nicht. Und dann gucken wir uns die nächste Demo an. So läuft das Indie-Roulette. Weißt du, wann Fee dann streamt? Ich will ja beim Reveal dabei sein. Sie hat gesagt, sie möchte versuchen, heute früher zu streamen. Das heißt, der Plan ist, dass sie um 17 Uhr anfängt. Irgendwas zwischen 17 und 18 Uhr wird es sein. Ich hoffe, heute ist nicht so eine Enttäuschung dabei wie beim letzten Mal mit diesem Fantasy irgendwas. Idiots Fantasy war es das letzte Mal. Da waren wir wirklich hardcore enttäuscht. Ja. Ja.
Von Idiots Fantasy waren wir sehr enttäuscht. Die anderen zwei waren okay, aber das ist natürlich, wenn du mit so einer Enttäuschung reinstartest, dann gehst du natürlich auch mit so einem leicht mummigen Gefühl in die nächsten Demos rein. Deswegen hoffen wir einfach, dass wir jetzt von Anfang an so einen richtigen Banger bekommen. Und dafür müssen wir das Rad erstmal drehen. Also, liebes Indie-Roulette, was spielen wir denn heute? Dreh dich im Kreis herum. Wir spielen Cloud Castle. Einen Moment, ich mache euch eben kurz den Trailer fertig. Irgendwann überlege ich mir mal, wie ich das optimieren kann. Nicht Cloud Gardens, Cloud Castle. Hier. Das sieht aus, als könnte es ein Banger werden. Da bin ich jetzt schon voll mit dabei. Voll mit am Start. Okay, Leute. Wartet, ich mache eben kurz ein Bild an. Wo ist Steam? Hier. Nein. Gerät nicht angeschlossen oder verfügbar? Hä? Willst du mich veralbern? Da! Hat nur ein bisschen gedauert. Also, ihr Hübschen, Cloud Castle ist ein Tower Defense Game, bei dem wir in einer Art Wolkenschloss wohnen. Guten Morgen, Coda, hallöchen, wunderschön. Mich hat gerade das Errox irritiert, weil ich erst Error lesen wollte und mir dann R gefehlt hat. So, hallihallöchen, wunderschön. Willkommen zur Demo von Cloud Castle. Und ihr seht, wir werden verschiedene Plattformen haben. Ein Tor, das uns anzeigt, in welcher Richtung die Gegner gehen werden und werden das verteidigen müssen. Wir gucken uns einmal kurz den Trailer dazu an. Ich mache euch auch gleich den Sound an, in der Hoffnung, dass der nicht zu laut wird. Es gibt keinen Sound. Ich habe den Sound auf volle Pulle. Es gibt noch keinen. Also ihr seht, ein typisches Tower-Defense-Game. Sachen in den Weg stellen sorgt dafür, dass der Weg der Feinde woanders lang geht. Denn die versuchen immer irgendwo lang zu gehen, wo möglichst nichts ist, was ihnen im Weg steht. Okay, das war ein super kurzer Trailer. Oh Gott. Okay, die Desktop-Audio funktioniert nicht. Das heißt, ich höre jetzt was, aber ihr nicht. Moment. Einstellungen. Audio. Desktop-Audio übernehmen. Okay, Prinzip verstanden. Also, das geht 5 Minuten, dieses Video. Ach du Heilige. Okay, Leute, Trailer machen, das üben wir nochmal bitte. Aber ich kann verstehen, dass wenn man Spieleentwickler ist und das vielleicht das erste Game ist, dass man nicht unbedingt so krass dabei ist, einen geilen Trailer zu schneiden. Aber so... Grundprinzip verstanden. Ich muss jetzt mir nicht 5 Minuten lang das Spiel angucken. Das machen wir ja gleich in-game. Das ist ja der Plan. So, das heißt, wir wechseln hier wieder zurück. Einmal zack. Wir wechseln in Main-Game. Und hier habt ihr wieder euren altbekannten Bildschirm. Den müssen wir noch ganz kurz vorbereiten. Denn die Werbung, die kann jetzt wieder weg. Wir machen das nämlich heute nicht als Werbevideo. Bitteschön. Aber dafür muss unser guter Sie sehen Bildschirm wieder hin. Sie sehen nun Cloud Castle, denn nicht jede Demo ist bereits
Nicht jede Demo ist bereits eine Twitch-Kategorie. Besonders wenn das Spiel eigentlich noch nicht released ist. Und deswegen haben wir oben links immer den Disclaimer, welches Spiel gerade gespielt wird. Wo Spiel? Wo Spiel? Startet gleich für euch. So, wir starten jetzt Cloud Castle. Ein gutes altes Tower Defense Game mit minimalistischer Grafik, die auf den ersten Blick jetzt erstmal sehr knuffig wirkte. Oh Gott. Ich habe euch mal den Sound weggenommen. Darf ich bitte Einstellungen machen? Oh Gott. Zähne doch bitte nicht auf volle Lautstärke. Meine armen Ohren und eure armen Ohren. Oh Gott. Liebe Entwickler, bitte stellt den Sound eurer Spiele nicht immer auf 100%. Den Screen finde ich einzigartig gut. Der Screen ist super. Auch dieser Blick von mir, den habe ich nie absichtlich hingekriegt. Also wenn ich absichtlich versuche, den hinzukriegen, scheitert das wunderbar. Aber der Screen ist damals entstanden, also der wundervolle Gesichtsausdruck ist damals entstanden, als ich nach einem Stream, weil es im Hintergrund gelegen hatte, vergessen habe, mein VC-Face auszumachen. Und als ich dann irgendwann drauf gestoßen bin, dass der Tab noch offen war, hatte ich diesen Blick drauf und ich musste das instant screenshotten, weil das so gut aussah. Also so dumm, so derpy. Ich liebe es. So. Jetzt suche ich mal wieder dafür, dass ihr Sound und Ton habt. Einmal und zweimal. Oh. Meine armen Ohren. So, ich hoffe, so ist für euch okay. Wenn ich es jetzt zu laut gemacht habe oder zu leise, sagt gerne Bescheid. Oh. Was? Ich höre dich nicht. Nein, Ton ist alles in Ordnung. Okay. So. Gut, wir sehen Cloud Castle. Wieso wackelt da ein Geschenk? Ich habe ein bisschen Angst, das anzuklicken. In dieser Version nicht verfügbar. Okay, das wird also möglicherweise so eine Art Idle-Game sein, bei dem man fürs wiederkehrende Spielen Geschenke bekommt oder so. Talent, intensivieren, New Game. Wir starten mal ein neues Spiel. Ich habe übrigens, wie ihr hier rechts oben seht, 500 FPS. Ich hoffe, ich kann die auch nur ansatzweise an euch übertragen. Wahrscheinlich aber nicht. Wir starten mal ein neues Spiel. Level 1. Start. Okay, also. Wir möchten... Die Gegner werden von diesem Portal auskommen und werden versuchen, unseren Turm hier zu erreichen. Und wir wollen, dass er das nicht tut. Und dafür müssen wir Kram kaufen, aber wo? Ich hätte die Felder anklicken müssen. Mining Cave? Okay, ich habe bereits verloren. Du darfst mir gerne am Anfang des Spiels erklären, wie ich Sachen platziere. Normalerweise hat man hier unten so ein Dropdown-Menü, wo die Waffen erscheinen. Aber ich muss scheinbar die Flächen anklicken. Also, ich habe zu Beginn eine Mine. Die will ich wahrscheinlich hier draufstellen. Und ich habe Kanonen, die in diesem Umkreis auf Gegner schießen. Also, die zu konstruieren kostet 10. Ihr seht oben, wir haben insgesamt 50 Gold gehabt. Das heißt, wir bauen erstmal 2 Minen, in der Hoffnung, dass uns die ordentlich Asche bringen. Machen hier noch eine Kanone hin. Und machen hier noch eine Kanone hin. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Gegner, let's go. Ja, guck mal, so muss das aussehen. Können wir hier eigentlich rein und raus zoomen? Attacke! Ich muss übrigens sagen, ich finde die Blobs recht niedlich, aber was mir noch fehlt, sind kleine Soundeffekte bei denen. Irgendwelche, hey, guck mal, da stirbt was. Dinger oder so. Achso, wir haben jetzt schon wieder Geld bekommen. Ich dachte, wir machen hier zwischendurch mal Pause oder so. Ja. Zack. Zack.
Zack. Ich könnte jetzt natürlich auch so den Weg verbauen, dass die hier übel außen rum müssen und wir noch mehr Zeit haben. Aber warum, wenn alles, was wir gerade tun, einfach ausreicht? So. Ping, 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 ping. Jetzt, wo ich dieses Spiel spiele, wächst in mir der Impuls, euch zu zeigen, wie so ein Spiel auch geht. Also quasi so die andere Variante. Ich freue mich auf die ersten Bugs und Exploits von dem Game, was man so finden kann. Ja, tu das. Wir könnten ja zum Beispiel schon testen, was passiert, wenn man den Gegnern den Weg vollständig verbaut. Wie reagieren sie darauf? Genau, ein paar Sounds, ein bisschen Piu-Piu, ein bisschen Squash, ein bisschen Blatsch. So einfach so ein Tod-Sound, vielleicht ein Spawn-Sound, so ein Boing-Boing-Sound, während die sich bewegen. Und vor allen Dingen... Ah, auf dem Monsterpfad dürfen wir nicht bauen. Das heißt, wir müssen den erst umlenken. Aber wie lenken wir den um, wenn wir da nicht reinbauen dürfen? Und jetzt kommt natürlich die nächste Frage. Bekommen wir noch irgendwann neuen Kram oder ist das jetzt mehr so ein This is it? Jetzt warten wir erstmal Welle 15 ab. Können wir das beschleunigen? Ja. Wir bauen einfach alles bis oben hin voll mit Kanonen. Die Gegner spawnen und sind einfach tot hier. Na, dann kommt mal raus, ihr Klein. Na, die Stachelpanzer, die überleben schon ein bisschen länger. Oh, oh, der Erste hat die Brücke erreicht. Oh, die Masse macht's. Aber keiner hat den Turm erreicht. Doch, wir haben nur noch 9 Leben. Einer hat's geschafft. Der Kampf ist vorbei, ich bin tot. Okay, und jetzt können wir über Intensify, können wir die Sachen verbessern mit dem Kram, den wir bekommen haben. 150 blaue Kristalle hätten wir ernten müssen, um es zu verbessern. Schade. Und hier hätten wir 100 gebraucht zum Verbessern. Außerdem gibt es noch grüne und pinke Kristalle, da sind wir noch nicht mal. Was ist Talent? 50% mehr EP-Bonus. Ah, wir können hier verschiedene... Ich habe es jetzt einfach mal angeklickt. Ich habe jetzt einen Mörser gelernt. Den wollte ich vielleicht ja gar nicht. Reset. Okay, wir können einfach resetten. Gut, wir können sagen, wir wollen mehr EP. Wir können unser Startleben verbessern. Wir können unser Startgold verbessern. Wir können auch einfach mal so ein Kanonentürmchen bauen. So, jetzt starten wir nochmal eine neue Runde. Hallöchen, Denudina. Wunderschön, wunderschön. Wir könnten ja nochmal Level 1 spielen. Wir haben ja gerade mal einen Stern da bekommen. Komm her. Also. Wenn wir jetzt hier so eine Kanone bauen, die kostet schon 15. Aber der Machine Gun Turret hat einen Attack Speed von 0,5 und macht 5 Schaden. Der hat einen Attack Speed von 2,5, macht aber 35 Schaden. Das heißt, den hätte ich eher so hier. Weil der die gesamte Reichweite abdeckt, weil der sehr viel länger Cooldown hat. So. Ich kann aber jetzt nicht... Doch, ich kann hier jetzt auch was hinbauen. Aber wir müssen auch an die Minen denken. So, jetzt müssen sie nämlich schon hier dran vorbei. Wenn ich hier jetzt auch noch einen hinsetzen würde in der nächsten Runde... Warte, wir machen das so... Jetzt müssen die hier nämlich komplett außen rumlaufen, aber dafür kann ich hier jetzt überall keine Kanonen mehr bauen. Das ist also eigentlich eine dumme Idee. Mehr Kanonen ist eigentlich besser. Das heißt, wir gehen mit den Minen und gucken mal, wie gut wir jetzt damit zurechtkommen. Okay, der Turret ist ja mal so viel effektiver als die Kanone. Das ist ja furchtbar. Hallo Nightwolf, ein wunderschön, wunderschön. Leute, wir sterben in der ersten Runde. Der Turret ist ja schrecklich.
Okay, wir sterben in der zweiten Runde. Also ja, er macht doppelten Schaden, aber er braucht halt fünfmal so lange, um einmal zu schießen. Dann nützt mir doppelter Schaden auch nichts. So, ist das hier vielleicht wieder so ein die Masse macht's Ding? Ja, jetzt haben wir drei neue. Jetzt können wir noch mal von den kleinen Kanonen welche kaufen. Piu piu. Guck mal, die machen auch nur drei Schaden. Nee, das waren jetzt einmal 15. Einmal 12. Und irgendwelche besonderen Trigger? Damage, Attack Speed, Range. Nö. Mach mal einen davon hier in die Mitte. Jetzt haben wir kein Gold mehr. So. So, neue Gegner kommen. Ja, die kriegen wir jetzt fast instant down. Das heißt, als nächstes kommen wieder die Orks, bei denen wir dann kein... Nee. Erst wieder die blauen Dinger. Ich glaube, von den blauen kamen jetzt einige. Und nächste Welle. Genau, von den blauen. Die haben uns das letzte Mal schon sehr viel Schaden gemacht. Aber das scheint jetzt zu funktionieren. Das hat geklappt. Oh, die kriegen wir auch down. Oh, das sieht gut aus bisher. Wir brauchen halt die Kleinen, um sie zu schwächen. Und die Großen, um sie dann letztendlich zu töten, glaube ich. Bauen wir zur Sicherheit hier nochmal eine Kanone hin. Oh, ihr seid neu. Fleischfressende Pflanzlis. Komm, Leute, Welle 15 schaffen wir doch wohl, oder? Wir bauen hier ganz hinten noch mal ein paar Kanonen auf, für den Fall, dass doch irgendwann mal was durchkommt. Weil die erreichen noch quasi genau den Punkt vorher. Komme ich von hier aus bis irgendwo ran? Nö. Brauche ich auch nichts bauen. So, mehr bauen kann ich nicht. Jetzt könnte ich nur noch anfangen, die kleinen durch große Turrets zu ersetzen. So, den hier recyceln und dafür den großen hin. Dadurch, dass die Kanonen auch nicht aufleveln, je länger sie stehen, können wir die ja jederzeit abreißen und neu machen.
So. Also ich nehme es zurück, die Kanonen sind nützlich. Oh, Skelette. Hallo, Baha, wunderschön, wunderschön. Wir probieren heute Demos aus. Und gerade sind wir bei Cloud Castle, einem Tower Defense Game. Bei dem man jedes Mal, wenn man stirbt, neuen Kram freischaltet. Aber im Moment sieht noch gut aus. Wir leben noch. Welle 12. So, wir recyceln die hier, setzen dafür die größeren Kanonen an. Es gibt doppelten Speed, ja, den gibt es. Gibt's rechts oben in der Ecke. Attack! Die mächtigen Magier sind da! Auf sie! Ja, auch die haben gar keine Chance. Boah, Leute, nochmal 123 Kristalle, 175 EP. Das können wir jetzt ausgeben in Talente. Wir haben 2 Talentpunkte gekriegt. Das heißt, wir holen uns jetzt den Mörser und den Plasma Tower. Und der Rest ist in der Demo nicht verfügbar. Okay. Damit haben wir alle Waffen, die es gibt. Wir könnten jetzt auch noch Sachen verbessern. Wir können zum Beispiel sagen, die Mine soll pro Level 0,2 mehr Kristalle rausbuddeln. Oder wir können zum Beispiel sagen, unser Start-Turret soll mehr Schaden machen. So. Und jetzt starten wir noch eine Runde auf Level 2, um zu gucken, wie sich das jetzt intensifiziert. So, kriegen wir das hier hin, die ein bisschen weiterlaufen zu lassen. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Mine. So, und wir starten mit... Oh, starten wir einfach direkt mit einem Plasma Tower. Der macht 10 Schaden, hat aber 3 Sekunden Cooldown. Das ist super viel. Ich glaube, wir starten wirklich... Guck mal, Attack Speed 5. Ich glaube, wir starten wirklich mit 2 kleinen Machine Turrets und hoffen, dass die uns erstmal alles vom Leibe halten und meinen erstmal ordentlich. Ja, guck mal, wie die Spinnen platt machen. Die kommen nicht mal aus dem Eingang raus. Easy. So, und jetzt können wir hier zum Beispiel einen Mörser hinstellen. Oh, der hat nicht so viel Reichweite. Der Plasma kann nur in eine Richtung schießen. Den wollen wir dann ja wohl genau hier rein. So. Ah, die müssen jetzt hier rum, weil wenn ich jetzt hier... Ich kann hier nichts mehr hinstellen, weil sie ansonsten durch die Mine müssten. Ist aber kein Problem, der hat noch nicht mal ausgelöst. Dann hätte ich hier gerne einen Mörser zum Testen. Die Max Range ist 7,5. Das müsste doch eigentlich viel weiter sein als die 2,5 von den Turrets, oder? Ja. Im roten Bereich kann er nicht schießen, aber den gesamten weißen Bereich. Das heißt, wenn wir ihn hier hinstellen, kann er die gesamte Insel abdecken. Wir sterben? Warum sterben wir? Drehen? Hä? Konstruieren. Da haben wir kein Geld mehr. Okay.
Jetzt nochmal, den nächsten Angriff schauen wir uns jetzt an. Der Mörder macht schon gute Arbeit. Die Plasmakanone. Ja, die zieht einmal durch für 10 Schaden auf jeden, der sich auf der Brücke aufhält. Das geht im Moment ganz gut. Dann kommen hier noch 2 Kanonen hin. Easy, Leute. Wir sorgen hier mal für ein bisschen mehr Start-Damage. Jawohl, das sind schon unsere Orks. Da hat jetzt noch keiner über die zweite Brücke geschafft. Jawohl. Läuft gut bei uns, würde ich sagen. Bisschen mehr Start-Damage. Dann können wir hier eigentlich noch einen zweiten Mörser hinsetzen, sobald wir das Geld dazu haben. Ich glaube, die um die Burg herum aufzubauen, ist gar nicht mal so übel. So, dann setzen wir hier nochmal... Oh, warte, wenn die da runtergehen, könnten wir auch hier nochmal so eine Plasmakanone hinbauen. Kostet aber 35. Wir haben aber im Moment, abgesehen von Geld, keinerlei Limitierungen. Also es ist nicht so, als bräuchten wir jetzt irgendwie Strom, um die zu betreiben oder so. Also insofern noch relativ simpel, aber man merkt ja auch, dass das Spiel noch in einer relativ early Phase ist. Weil es noch keinerlei Soundeffekte gibt. Level 2 irgendwie einfacher als das erste. Gut, wir haben jetzt auch mehr Waffen. Ein wunderschönes Ahoi, bin aber direkt tonlos, da noch Telefonate entstehen. Hallo Toki, ja, wunderschön, wunderschön. So, komm, wir spulen den Rest mal ein bisschen vor. Wir machen jetzt hier noch einmal. Da dürfen wir nichts mehr hinbauen. Hier dürfen wir noch hinbauen. Und jetzt können wir hier unten noch einen Mörser platzieren. Oh, die kamen jetzt tatsächlich schon ganz schön nah, die Magier. Noch ein Mörser. Pom, 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 pom. Pomp, 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 pomp. Also läuft gut bei uns, würde ich sagen. Ich glaube, das haben wir in der Tasche. Klapp, klapp, danke schön. Können wir noch schneller machen? Nö. Boah, was für eine Horde an Spinnen. Und keine einzige ist durchgekommen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir haben uns jetzt 2 Level davon angeguckt und haben die komplett durchgespielt. Das kann ein nices Game werden. Man merkt, dass es noch so auf halber Strecke der Entwicklung ist. Wir haben noch keine Soundeffekte. Mir fehlt noch im Moment so ein bisschen die... Raffinesse, würde ich sagen. Das liegt aber daran, dass ich halt einen Direktvergleich mit einem fantastischen Tower-Defense-Game habe. Deswegen, wenn ihr sehen wollt, wie dieses Spiel aussehen kann, wenn es fertig ist, schaut mal in das Spiel Rogue Tower rein. Entschuldigung, es ist echt nicht fair, sich ein Spiel anzugucken und dann Werbung für ein anderes zu machen. Aber ich musste die ganze Zeit über daran denken.
Aber das Spiel hat durchaus Potenzial. Also, ich glaube, wenn wir das jetzt noch weiterspielen, wird das ein bisschen repetitiv. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, wir haben jetzt erstmal alles gesehen. Wir haben jetzt jede Waffe einmal gesehen. Wir haben so im Prinzip gesehen, wie man die Level sich aufbauen und so weiter. Das kann was Nices werden. Deswegen schön dranbleiben. Packt es euch gerne auf die Wunschliste. Und ich fand's nice. Ich mag solche Spiele. Ich hoffe, ihr auch. Deswegen packt es euch gerne auf die Wunschliste. Cloud Castle ist der Name. Und das war's erstmal von mir.